Ja, liebe Leute. So, dann, warte mal, muss ich mich hier muten. So, hört ihr mich noch? Stelle hier. An dieser Stelle möchte ich mal einen Aufruf starten. Ich möchte einen Aufruf starten. Bitte irgendjemand, der zuhört. Wenn mich keiner hört. Doch, man hört dich. Ja, bin ich denn noch gemutet? Ja, gut. Ach so. Dann ruf mal auf. Wenn mich jemand hört, der Tastaturen verkauft. Doch bitte Cypher und mir den Gefallen und schief bei Tastatur. Eigentlich klackert möglichst. Klackerte ich? Nein. Alter, du klackerst das Karma nicht als. Nein. Nee. Doch. Bin ich ja froh. So, ich versuche gerade in die Instanz reinzukommen, hier in den Nexus. Damit wir dann gleich so in 20 Minuten loslegen können. So. So Leute, sagt mir mal eben, was jetzt hier Sache ist irgendwie, keine Ahnung. Ja, Leute, so, wir müssen jetzt Folgendes machen. Ich muss euch jetzt leider hier kicken, weil wir einfach keinen Platz mehr haben auf dem Dings. Ich muss mal eben jetzt hier zu Xerdis umschalten. Der brauchen wir die Spots. Ja, ist es okay für euch, wenn wir jetzt, ja, also zuerst Xerdis per Livecam übers Dings und danach eine Instanz machen? Das wäre, glaube ich, für euch relativ langweilig. Von daher würde ich euch für heute freistellen. Und Cypher ganz viel Spaß wünschen vom Leveln irgendwie, der wird ja heute dieses Jahr auch noch anfangen. Und Drunken, ja, viel Spaß beim Warzocken, glaube ich, ne? Mehr kann man nicht sagen. Du zockst ja leider keinen. Fraz, sehe ich richtig? Ne? Jo, sie ist richtig. Okay. Ja, wollt ihr noch grüßen irgendjemanden? Komm, Cypher, hau raus. Nee, ach. Würde überschätzt, sagst du. Ja, aber sowas von. Ja, ich danke meiner Mama und meinem Papa und ganz besonders meinen Eltern. Klasse, das waren meine Katzen. Also gerade, gut war der auch nicht. Die Idee hatten, alles abzuräumen. Ich hoffe, man kann jetzt noch irgendwas hören, weil gerade meine Katze einfach den kompletten Schreibtisch abgeräumt hat. Danke dafür. Klasse. Einfach alles abgeräumt. Ja, kann man ja machen. Man hat's gehört. Ja, geil. Seht ihr noch was da draußen? Könnt ihr mal hier im IC, ob noch irgendwas ankommt, weil der ganze Schreibtisch abgeräumt wurde. Du hast dir da aber schon so gar viel dran gezüchtet, oder? Mm. So eine normale Katze kriegt, glaube ich, nicht so viel Schwung drauf. Keine Ahnung, Figo ist wie geil. Schlief irgendwie auf dem Schreibtisch und ist wie ein Geisteskranker aufgesprungen und weggelaufen irgendwie. Ich weiß nicht, ob der irgendwie einen Schlag gekriegt hat oder es einfach nur warm wurde, keine Ahnung. Ich versuche mal hier alles aufzuheben. Ist gar nicht so einfach. Oh, es sieht noch normal aus irgendwie. Ist nur der Monitor irgendwie in 700 Teile gesprungen. Passt schon. Oh Mann. Hier kriegt man auch nichts geschenkt, sage ich euch. Ein Monitor hat die Katze runtergerissen. Was ist denn das für ein Klumpen? Ja, der Monitor ist halt nicht so groß irgendwie. Figo hat wohl geschlafen. Ja, schlecht geträumt. Es waren nur 17 Zoll. Okay, da muss er ja wirklich frontal mit ordentlich Schmackes. Illidan hat das Video gewiped. Nee, es war Figo irgendwie. Figo. Hat sich einfach mal überlegt, ich räume hier ab. Illidan ist viel zu klein. Irgendwas stimmt mit meinen Katzen nicht irgendwie. Irgendwie haben die nicht mehr alle. So, Leute, ich schmeiß euch mal eben aus dem. Also zuallererst sind sie mal deine Katzen. Ja, stimmt. Na, jetzt sind es unsere. Irgendwas stimmt nicht mit denen. Ich muss mal eben ganz kurz mit meine Katzen, wir machen nochmal einen Song und ich sage euch danke, dass ihr dabei wart, Mädels. War wieder sehr nett mit euch und ich wünsche euch einen ganz schönen Abend noch. Auf Wieder, tschüss. Wiedersehen. Ja, Leute, Stress, 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 ihr kriegt das mit, keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht. Ich muss mal eben mich um meine Katzen kümmern, wir machen mal eben ein Lied. Was haben wir heute noch nicht gespielt? Rihanna, Disturbia und ich melde mich dann gleich wieder. Dann mit der Live-Übertragung mit Xerdis. Piss gleich. What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. No more gas in the red. Can't even get it started. Nothing heard, nothing said. Can't even speak about it.
Meine Lieben, Gott, das ist ja wieder ein Stress heute, sage ich euch. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera überhaupt noch richtig ausgerichtet ist. Keine Ahnung. Ich sehe ja nichts mehr. Hier ist ja alles ausgefallen. Ich hoffe mal. Keine Ahnung. Ich schalte am besten wieder auf den Monitor. Mich müsst ihr eh nicht sehen, ist ja nicht so schlimm. Ja, wir versuchen mal den Skellis jetzt anzurufen. Der ist im Markt in, ich glaube auch Berlin. Wir versuchen es mal. Skellis, alte Felge. Oh, warte mal, ich höre dich nicht. Ist echt laut hier. Warte mal, ich muss kurz lauter machen. Simenio? Ja, laut und deutlich. Ja, du laut und deutlich, bei mir nicht. Warte. Ich kann mich auch nicht lauter machen. Ich muss ganz kurz laut stellen. Ja, wär nett, weil das Headset ist noch nicht konfiguriert, hatte ich noch nicht Zeit zu. Okay. So, du, ich bin hier gerade im Mediamarkt und hier ist noch gar nichts. Ich führe dich mal ein bisschen rum. Wie du siehst, sind hier vorne Massen an Menschen. Also, ich werde hier gerade Werbung. Wie du siehst, Massen an Menschen. Wirklich, siehst du sie gut? Ja, ich sehe ein paar Menschen, ja.
Ja, und durch die, das war das Interessante, er meinte halt, um 23.30 Uhr sollte ich am Haupteingang sein, und wie du siehst, das war nichts. Das war überhaupt nichts. Und ja, aber sie kamen auf mich zu, und es ist sehr interessant hier. Auch gute Füllung, die haben wirklich alles da. Wenn du mal siehst, die haben sogar eine wunderschöne Spielefigur. Man von denen ich noch gar nichts wusste. Man sieht das ganz schlecht irgendwie. Bewegung kann die Kamera scheinbar überhaupt nicht verkraften. Kannst du es nochmal irgendwie langsam zeigen? Ja, warte. Ich kann das mal da drauf stellen und eine höhere Auflösung einstellen. Jetzt sollte ich bei dir ganz groß sein. Ja. So, zum Beispiel haben wir hier Actionfiguren. Siehst du sie? Ja, wenn du mal ein bisschen länger, halt mal ein bisschen länger drauf, bitte, ja. Okay. Hier was? Zum Beispiel ein Troll. Okay. Da haben wir hier noch vom Miniatur-Game. Also dieser Mediamarkt ist echt gnadenlos ausgestattet. Und das ist echt interessant, wie viele Collectors Edition rum hier rumliegen. Also ich sehe das immer nicht. Das ist das. So. Und zwar. Ist es normal, dass man irgendwelche Ork-Geräusche im Hintergrund hört, oder kommt das von mir irgendwie? Oh, das ist von mir. Nein, sorry. Die Ork-Geräusche. Achso, okay. Ja, sonst wären das von den Massen da. Hier gibt's auch nochmal Burning Crusade und Battle Chess. Also die haben hier echt sogar für den neuen WoW-Spieler alles. Sogar eine G15. Also hier ist echt das super Allround-Paket. Und du glaubst gar nicht, wie die Leute hier abgehen. Das Lustige ist, die haben mich... Ich kann ja mal runtergehen und dann... Ja. Die Leute richtig gut. Massen an Leute. Ich halte das mal ganz, ganz. Und hier, wie du siehst, sind wirklich sehr viele sogar noch da hinten. Hier vorne groß angepriesen. Sag mal, in welchem Markt du eigentlich bist? In welcher Stadt? Ich vergesse. Und zwar ist es Hannover. Das ist Hannover. Markt. Mediamarkt Wülfel. Und, darf ich nochmal jemanden danken? Natürlich, selbstverständlich. Wunderbar, und zwar haben wir hier den Herrn Thurau. Der Herr Thurau, das ist dieser wunderbare Herr hier, der hat erstmal alles in Bewegung gesetzt. Also er war der Mann, der am Montag noch mit mir telefoniert hat und wirklich in den letzten 3 Tagen nochmal alles geregelt hat. Ja. Kann ich was sagen? Ja, der war Typ, der Herr. Wir freuen uns auf die große WoW-Fangemeinde, die in Mengen vor unserer Markttür steht. Und wir können es kaum abwarten, noch 8 Minuten, und dann wird die Fangemeinde erlöst und wir öffnen die Türen. Fragen Sie mal bitte, wie viele Mitarbeiter Sie heute Abend aktiv haben in dem Markt. Herr Thurau, wie viele Mitarbeiter sind denn heute circa aktiv? 10 bis 12 Mitarbeiter werden aktiv sein, um diesen Nachtverkauf, der für uns auch eine Premiere ist, durchzuführen. Das ist absolut geplant. Wir denken und hoffen, dass wir das alles gut über die Bühne bekommen. Hat er bei der Manchmasse nicht Angst um seine Ware, dass irgendwie, wie die in anderen Märkten, irgendwas mitgegeben wird? Warte mal, ich setze ihm am besten mal das Headset auf. Ist das okay, Steve? Klar. So, ja. Einen wunderschönen guten Abend. Hören Sie mich? Ja, guten Abend, ich höre Sie. Ja, mich würde mal interessieren, wir haben gerade einen Fall gehabt, da waren irgendwelche Leute und die haben dann andere Sachen mitgehen lassen, irgendwie, während sie reingestürmt sind. Haben Sie da nicht ein bisschen Angst? Also wie ist das gesichert, wenn Sie sagen, Sie haben 8 bis 10 Leute da am Start? Nein, wir haben genau einen Parcours praktisch gebaut, der gesichert ist. Das heißt, es werden Kontrollen durchgeführt, auch an dem Ausgang. Es wird kein Kunde da rausgehen können, wo er reinkommt. Er wird praktisch durch den Eingangsbereich des Marktes an der Kasse vorbeigeführt. Es finden mit den oder durch die Mitarbeiter Kontrollen statt am Ein- und Ausgang, so dass wir da keine Befürchtungen haben. Okay, letzte Frage, ich will es auch gar nicht lange aufhalten. Letzte Frage noch, lohnt sich das für den Markt? Oder, also haben Sie von sich aus gesagt, wir machen Mitternachtsverkauf, oder kriegt man das von der Mediamarktzentrale aufgedrückt? Das, ja, Überraschung, du darfst jetzt nachts arbeiten. Nein, wir haben es von uns aus entschieden. Es ist für uns eine Herausforderung, auch eine Premiere, muss ich dazu sagen. Und für uns ist es eine spannende Geschichte. Und wie wir an der Resonanz draußen vor der Markttür sehen, ist es eine geniale Sache. Und wir freuen uns,
wie man es auch von dem einen oder anderen Buch kennt, was Mitternacht schon verkauft wurde, dass wir jetzt auch im PC-Spielebereich soweit sind und für so ein großes Ereignis auch den Markt öffnen. Also wir freuen uns drauf. Okay, super, dann danke ich Ihnen vielmals und danke Ihnen auch, dass Sie uns hier, unserem Außenreporter, diese Möglichkeit gegeben haben, dass wir mal reinschnuppern durften. Vielen, vielen Dank. Alles klar, bitteschön, danke, tschüss. Schönen Abend. So, ja, Xen, da man mag bin es kaum ich glauben, wieder, Stevenio. Es gibt sympathische Mediamarktverkäufer oder Marktleiter. Wer hätte das gedacht? Ich hab gedacht, die gibt es gar nicht. Ja, also ich habe das ja mit den 14 Uhr ein bisschen geplant. Zumindest war er dabei, als ich die Person angerufen hatte. Und 14 Uhr meinte halt ernsthaft, nicht böse gemeint, aber dass sie mir halt wirklich in den Arsch treten. Also sagen, nee du, Xerdis ist nicht. Du kannst vergessen, dass hier der Mediamarkt da mitspielt. Es sind 3 Tage von dem Release und das läuft einfach nicht. Aber ich stelle mal die Kamera ein bisschen bequemer. Aber es war völlig anders. Also es ist wirklich so, dass die Leute... Ich habe angerufen, ich habe mit dem Geschäftsführer gesprochen, super nett, zuvorkommend, und das hätte ich nicht gedacht, dass Mediamarkt wirklich so, wie soll ich sagen, sich bei so auf sowas einlässt überhaupt. Ja, ich muss auch sagen, ich bin überrascht. Also wir haben ja nicht direkt was davon, dass sie jetzt irgendwie Presse haben, oder? Ne? Also muss man nochmal sagen, irgendwie Leute, wenn ihr aus Hannover kommt, kauft in Zukunft nur noch in dem Markt, sagen wir mal, wo der ist. Mediamarkt Wülfel in der, Gott, wie hieß denn die Straße noch? Leute, wie heißt die Straße hier? Hildesheimer Straße 410. Ja, das ist ja quasi. Das ist auch wirklich um die Ecke. Saumäßig geil hier. Wer kennt die nicht, den Laden? Ja, jetzt bleiben wir ein bisschen drauf. Mhm. Kannst du gleich vielleicht nochmal mitnehmen, wie die Leute reinkommen und Fangesänge zu WoW Szene und der WoW Nacht organisieren, beziehungsweise einfach mal fragen, so ein bisschen in die Leute reinspringen? Oder hast du da Schiss, dass du zertrampelt wirst? Nein, so ist es nicht, aber die Leute haben mich nicht für voll genommen. Also ich stand ja auch da vorne, er meinte ja Haupteingang, und ich habe gesagt, Leute, ich bin von WoW Szene, Serdis hier, lasst mich mal durch, ich muss zu mehr Turau. Ja, die haben mich nur belächelt. So, ich habe zurückgelächelt, als ich dann drin stand in meiner Collectors Edition. Ja, sauber. Ja, dann ist ja jetzt, wenn du eine Collectors Edition hast, dann ist ja dein virtueller Penis quasi ins Unendliche gewachsen, und von daher kannst du dann ja gleich. Ja, mal, das könnte man so sagen. Wann geht's los? 5 Minuten, ne? Ja, 4 Minuten sogar noch. Dann geht's los, dann werden hier, glaube ich, sofort die Türen geöffnet und dann geht's ab. Ja, ich würde sehr gerne draufbleiben und gucken, wie du zertrampelt wirst. Von daher, ja, gut, dann gehen wir mal. Soll ich gleich zum Haupteingang gehen? Wenn du möchtest, das wäre super. Du hast deine Collector's Edition schon, habe ich gehört, ja? Ja, also ich war so dreist und habe der Tora gefragt, ob das geht. Und ja, er hat gesagt, hier, nimm dir deine Collector's Edition. Passt schon. Hm. Und ich habe zuerst vor allen anderen. Ja, du bist ein derber Typ, aber lass dir sagen, dass um 10 Uhr die Server schon on waren und wir schon Instanzen machen und so, aber... Das ist noch nicht euer Ernst, kratz, oder? Kratz zu deiner Collector. Ey, ihr seid so... ihr seid so... Nee, das ist... Komm. Drunken würde mich jetzt wieder flamen, weil ich damit aufziehe. Ja, nee, macht Spaß. Ja, nee, keine Ahnung. Also ist diesmal anders gewesen. Irgendjemand schrie gerade im Chat irgendwie, geht schon, und dann gingen die ersten Schiffe und wir sind schon in Northland. Also die ersten sind wahrscheinlich schon 71, keine Ahnung. Ja. Ich bin auch nicht dazu gekommen. Ach du meine Güte. Oh. Ja, das erinnert mich irgendwie an den Gnomen zu Burning Crusade. Der hatte ja auch nach 3 Tagen schon 70. Ja, an diesem Gnomen-Magier, glaube ich, war das. Ein bisschen Level lassen, Tab-Level lassen. Zeig doch mal bitte den Dings. Irgendwie quetschen die Leute schon ihre Nasen. Es wäre derbe, wenn jetzt gleich noch eine Scheibe kaputt gehen würde. Und so richtig Randale. Also für mich wäre das schön. Wir wollen keine blutigen Opfer. Nein. Aber ja, also, nee, das läuft ja eigentlich ganz chillig. Es sind zwar Massen an Leute, ich zeig das nochmal. Ja. Ja, Massen an Leute, man sieht's. Man sieht Fenster und Spiegelung. Nicht gut. Aber man sieht die ganze Nase an die Wand. Ich bin drauf, lass mich rein. Bitte. Ja, das ist. Ich würde sagen, von mir aus stelle ich mich hier hin, das ist dann perfekt, und dann kann man eigentlich. Lieber ein bisschen am Rand irgendwie, Serdis, dass du nicht in dieser Gasse stehst, sonst wirst du dann wirklich getrampelt. Nee, ich stehe absolut am Rand. Ich kann dir mal die komplette Position zeigen. Also, hier gibt's eine schöne Treppe, das bremst die Leute auch, wie du hier siehst. Oh, jetzt geht's los. Jetzt gut? Geht's los. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist... Halt mal die Kamera still. Das ist immer so ein bisschen...
Oh, mir fällt gerade was auf. Ich stehe an den Murlocs. Das ist schlecht. Ich stelle mich nochmal um. Das ist besser so. Weit weg von den ganzen Leuten. Hier hinter. Gut, dann hier habe ich eine Absperrung. Gehe ich mal hinter. So, und jetzt sollst du perfekten Blick haben. Ja, so nice. Sie lassen sich aber schon ein bisschen Zeit und sich so ein bisschen feiern. Wann öffnet ihr? Ne? 2 Minuten noch, das geht doch. Das ist ja wie Silvester. Ich bin jetzt mal ein bisschen out of Bild. Scheiße. Ja, das ist hier wie Silvester. Und, wie er an der Tür steht irgendwie und sich und lächelt und grinnt und sich geil fühlt. Geil. Ich hab die Die sind echt chillig. Hier rinnen sich auch einen ab. Die fühlen sich genauso wie ich mit meiner Collector's Edition, mit dem Grinsen, als sie mich nicht ernst genommen haben. Ja, das haben sie nur davon. Jeder, der dich in Zukunft nicht ernst nehmen wird, irgendwie kannst du die Collector's Edition zeigen irgendwie. Ja. Ja, ist ja geil, dass wir live dabei sein können. Ist halt cool. Ja. Ja, gute Arbeit, Xerdis, muss ich dir schon mal sagen. Ja. Irgendwie. Ja, gut. Ich glaube eher, der Dank gehört immer noch Herr Thurer, weil Herrn, es ist einfach saugeil, dass das so alle der Herrn Thurer. Und Lehrer. Lehrer. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, das ist peinlich. Ist doch egal. Ich bin übrigens Stevenio. Haller? Ja, Herr Haller ist übrigens auch noch echt gut. Ja. Der war der mit der Technik. Der meint, ja, was brauchst du? Laptop, kriegst du alles. Ich habe hier halt so einen kleinen Laptop bekommen. Herrn Haller! Das ist... Reality okay, TV, jetzt geht's los. Jo, jetzt geht's los. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt gibt's hier kein Drängeln. Oh, jetzt geht's los. Ich würde sagen, wenn die ersten Leute drin sind und der Ansturm vorbei ist, kannst du dich mal hinten in die Schlange stellen und mal so ein paar Leute fragen. Das mache ich gleich. Wir wollen Tote sehen. Wir wollen Tote sehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Du bist aufgeregt, du hast doch deine Edition schon. Ja, aber ich bin aufgeregt, Mann. Hier sind so viele Leute. Es ist ja wie Weihnachten. Mhm. Jetzt gibt's ein kleines Briefing, dass hier nicht, dass hier nicht drängeln soll, weil sonst gehen die Türen sofort wieder zu. Ja, so in der Art. Sieht man's gut? Man sieht's perfekt. Ah, das ist wunderbar. So, jeder muss jetzt erstmal an der Tür beantworten, ob er Elimania und WoW Szene kennt und WoW Nacht und sonst kommt er nicht rein. What the fuck? Wie du siehst, es geht los. Hier ist eine Stimmung. Ich kann dich jetzt nicht hören. Aber, oh, das glaubst du gar nicht, was hier los ist. Gibt's hier was umsonst? Ja, wie gesagt, es sind hier halt Collectors Edition frei verkäuflich. Nein. Und, oh, das ist ein Andrang. Oh, den einen, der gerade vorbeigesaust ist, den habe ich letztens im PvP getötet irgendwie. Das ist ein Kacknub. Oh, jetzt, jetzt machen sie wieder dicht. Geregelt. Die machen das schubweise. Hier, die geile Sau da vorne an der Tür, die kannst du mal ansprechen irgendwie. Wie bitte? Die alte, die jetzt gerade an die vorbeigegangen ist. Die kannst du mal, geht denn stopp, ab? Halt, stopp. Ich sollte die anhalten. So, und zwar. Frag sie mal, ob sie WoW spielt. Soll ich das aufsetzen? Nö. Spielen sie WoW? Sicher spiele ich irgendwie, aber... Was für ein Server? Ich freue mich. Was für ein Server? Schau mal, ich setze dir einfach mal das Headset Nein, auf. Nein, das will sie nicht. Weil ich höre dich so schlecht. Das will sie doch gar nicht. Ach, okay. Frag Welchen sie Server doch... spielst du denn? Der Rat von Dalaran. Oh, eine RPlerin! Frag sie, ob sie die WoW-Nacht kennt. Frag sie, ob sie die WoW-Nacht kennt. Kennst du WoW-Nacht? Die was? Die WoW-Nacht. Noob! Oh! Raus! Oh, ja, dann raus, nein, dann Spaß. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß beim Wrath of the Lich King RP. Jo, viel Spaß beim Wrath of the Lich King RP, hau rein. Danke. Schönen Abend noch. Noch jemanden grüßen? Frag mal, ob da irgendjemand dabei ist, der die WoW-Nacht und oder Elimania kennt irgendwie. Mit Noobs gehen wir uns nicht ab. Okay, warte. Kennt hier irgendjemand die WoW-Nacht? Das kann's doch nicht sein. Ich muss weg. Also ich würde sagen... Gibt's ja nur Noobs in Hannover. So. Frag mal, ob jemand Elimania kennt. Elimania? Wenigstens. Ja, das ist toll, dass du die Collectors hast. Hab ich auch. Das ist so fake. Nee, aber hier scheint echt niemand die WoW-Nacht zu kennen. Kennst du die WoW-Nacht? Kannst du bitte einen Molotov-Cocktail schmeißen? Hm? Aber du kennst sie vom Namen. Kennst du aus Stevenio?
Ja, das muss ich. Du kennst richtig. Elimania? Ja. Geiler Typ! Horst. Ja. Hä? Ja. Du, keine Ahnung wer ist, aber er kennt die WoW, das, ja, das ist einer der einzigen. Das, super hier. Typ, sag ihm mal von mir, er ist ein super Typ. Sag ihm mal, von Horst. Du bist ein super Typ. Vom Horst, du bist ein super Typ. Du bist. Hau rein. Ich glaube, er nimmt dich nicht ernst. Ich frag mal ein bisschen da vorne, ob die WoW-Nacht kennen. Mhm. Also, warte mal. Ist aber nicht Pflicht. Kann man das erkennen? Leute, kennt ihr die WoW-Nacht? Oh Gott, ist das peinlich. Irgendwer, weg. Das kannst. Ey, Stevino, das ist doch unglaublich. Die Masse bleibt hier absolut ruhig. Ja, daran also, sieht man mal, was wir eigentlich für eine kleine Nummer sind. Irgendwie. Wir denken halt, wir sind die Größten, aber die breite, ja, Masse kennt uns einfach nicht. Okay, fragen wir mal anders. Das wird dir nicht gefallen. Wollen wir fragen, wer in WoW geht? Na, auf keinen Fall. Dann meldet sich wahrscheinlich wieder jeder. Nee, lass mal. Nee, pick dir mal irgendjemand raus, der interessant ist. Und frag ihn irgendwas. Okay. Guck mal, hier haben wir doch jemanden. Aber ich weiß nichts über das Spiel. Nee, du weißt nichts über das Spiel. Du bist doch WoW-Spieler. So, dann stell ich mal kurz der Community vor. Sag mal, auf welchem Server er spielt. Also mit vollem Namen oder auch wieder? Na, Spielername. Mit Badehosengröße am besten. Hier ist die Kamera. Menschenmagierin. Grüßen wir alle hier. Ja, und Hannover erfolgreich geradet. Oh, der Typ. Ich hoffe mal, ich kann das hier bald nutzen. Ich mal auch Also, fast um dir jetzt zu grüßen. Wie alt bist du? Was waren deine vorigen MMORPGs? Also, das ist das erste Spiel, das ist der Art Spiele. Auf wie kommt das Spiel? Also, das ist, schau mal, kleiner Tipp. Du weißt schon, also, dass du WoW auch normal brauchst. Ja, klar. Ah, gut. Ach ja. Ist aber echt lustig mit den Leuten. Hannover sagt also, irgendwie, es kennt keine WoW-Nacht irgendwie, keine Ahnung. Die haben auch unsere derben Klassen-Specials nicht gelesen, ey. Die wissen auch gar nicht, wie sie specken sollen. Hast du das Klassen-Special gelesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Auf WoW-Szene. Gott, ich bin hier von Leuten umgeben, das glaubst du gar nicht. Ja, hau rein. Alles Noobs. Ja, ich pick mir mal jetzt jemanden anders hier raus, der vielleicht etwas mehr Erfahrung hat. Komm. Der hier ist doch sympathisch. So, und zwar, kennst du WoW-Nacht? Ja, aber natürlich. Hey, hier! Er hat nicht geschrien, aber er ist WoW-Nacht-Fan. Kennst du Elimania? Nicht Fan, hör. Kennst du den Horst? Horst. Okay, auch alle Klassen-Specials geguckt? Gehört. Das ist mit Artemio Biel oder wie, oder? Nein, die Klassen-Specials. Das neue von Stevino. Von WoW-Szene, Mann. Das sind Audio-Guides, du Napp. Ich aber gerne nach. Geiler Typ. Ja. Frag mal, auf welchem Server Stevino sagt auch nur, du Napp. Welcher Server? Quelgen. Rasse, Klasse? Quelgen. Hm? Rasse und Klasse? Nochmal, ich höre dich. Level, Klasse und Rasse. Klasse 11, Level 70. Tidus, Krieger. Krieger, also. Krieger, der Mann, Krieger, keine Ahnung. Der ist mir sympathisch. Der kennt die WoW-Nacht und spielt Warrior. Der ist mir auch sympathisch. Derber Typ. Er ist zum Damage machen da, nicht zum Tanken. Ich meine, ja, der ist gut. Doch wirklich sympathisch. Warrior ist Warrior. Lassen wir durchgehen irgendwie. Lassen wir durchgehen. Es geht auch so. Hier haben wir auch jemanden irgendwie. Hier hat jemand ein iPhone? Wunderbar, hier hat jemand ein iPhone, der kann doch bestimmt die WoW-Nacht. Zum Glück nicht, sagt er. Das ist ja ein Unverständnis. Was soll das denn hier, Du, warte mal, okay, kann man Illidan gerade sehen? Guck Jungen? Mal eben, kann man... Illidan liegt auf meiner Was? Hier. Eine Sekunde, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Er liegt auf meiner Lehne hier, kann man sehen? Der deine Feine Webcam her. Ist aus. Was denn? Ich sehe die nicht. Nee, du ja nicht, aber die Community... Du hast keine Webcam drin. Passt schon. Warte, wir haben hier eine Live-Übertragung. Gib mir mal kurz einen Moment. Katze, ich mir auch mal Illidan an. Nee, passt schon. Oh, das ist hier richtig schön voll. Dann gucke ich mir das mal an. Gibt's hier eine schöne Live-Übertragung? Ich bin doch nicht blöd. Nee, aber hier, gucken Sie sich auch die Leute an. da haben wir dich, Stevino. Wunderschön wie immer. Was? Du siehst wahrscheinlich nur dich selber. Ja, wir haben dich hier. Ja, jetzt sehe ich mich nur nicht selber mit ein bisschen Delay. Zeig nochmal deinen Illidan. Also, deine Katze. Ja, ich weiß gar nicht, ob man ihn sehen kann, so.
Der feine Herr hier auf der Lehne. Kann man sehen? Ja, hat alles ein bisschen Delay. Hat alles 3 Sekunden oder so Delay. Schon fast eine Minute. Aber es läuft alles sehr ruhig ab, hätte ich nicht gedacht. Also kein Geschrei, ich komme hier gut durch. Die machen schön Schubweise, die Jungs. Die sind nicht schlecht. So. Ah, jetzt sehe ich dich auch. Ja, auf deinem Lehne. Wunderbaren Ledersesselstuhl. Soll ich mir noch ein paar Leute rauspicken? Ich meine, wir haben hier so viele. Ja, schon. Genau, bestimmt. Ja, schon. Ich weiß nicht, wer sieht mir denn sympathisch aus? Ja, genau du. Hm? Komm her. Komm her, Arschloch. Die Stimmen. Kennst du die WoW-Nacht? Ja. Kennst du es? Oh, er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit, muss zocken. Geh mal zu dem zurück und sag ihm bitte, dass seit 10 Uhr die Server online sind. Ja, okay, warte. Schönen Gruß von Stevenio. Du weißt schon, dass seit 10 Uhr die Server online sind. Du bist nicht der erste Nordtrend. Schön. So ein Sympathiebolzen irgendwie. Geil. Das ist ein Die sind alle heute ehrlich genervt. Kann ich gar nicht verstehen. Oh, hier haben zwei junge Herren eine Collector's Edition. Wollen wir die mal interviewen? Ja, sicher. Weil sie ein bisschen besser gelaunt. Frag sie mal, warum es unbedingt die Collector's Edition sein muss. Was sie daran reizt. Ob es das Pad ist oder... Darf ich kurz stören? Sei da kurz. Bist du gerade... und zwar, wir übertragen gerade live in die WoW-Nacht. Sollst du kennen? Wir wollten dich mal interviewen. Warum hast du dir eine Collector's Edition geholt? Ganz einfacher Grund, weil ich die letzte auch schon habe. Ah, also auch Burning Crusade. Und normal WoW auch Collector? Nee. Das ist kein Grund. Ich habe mit Release angefangen, von daher keine Chance zu kriegen. Wie bitte? Nochmal, Stevenio? Das ist auch kein Grund, sich zu collecten, weil er die letzte auch schon hat. Das muss doch irgendwie... Was reizt denn an der Collector's Edition? Ein richtiger Grund. Was reizt dich an der... Das Pad. Fragezeichen. Nicht das zu haben, was alle haben. Der junge Herr ist besonders. CDs wechseln beim Installieren? Auch keine CDs wechseln. Frag ihn mal, sehr gut, ob es das Pad auch ist. Ja, das kleine hässliche Pad. Ich auf DVD, oder? Reizt sich das kleine hässliche Pad, was du kriegst? Wenn es denn diesmal funktioniert. Wenn es denn diesmal funktioniert. Darauf hat er recht, hat er recht. Wieder irgendwie nach Paris einen Brief schicken muss oder so. Das war ja. Also, den mag ich. Der hat Ahnung, der Herr. Den mag ich auch. Was spielst du? Mage. Mage. Okay. Level? 50. Gilde? Agent of Metheros. Server? Ja, Elixir. Okay. RP, PvP. Habe ich jetzt nicht im Kopf. PvP-Server. Okay. Was ratet ihr? Oder was habt ihr geradet? Sunway Clear. Der Junge soll dir wirklich Patch vor Patch oder nach dem Patch? Letzte Frage, dann kann vor Patch oder nach Patch? Nach dem Patch. Nope. Man kann nicht. Er sieht nicht so aus, hätte das vor Patch geschafft. Ich meine, ich würde jetzt Witz über seine hohe Stirn machen können, aber Glashaus, ne? Na. Die Leute sind etwas angepisst hier, also das ist... Stimmt! Also, ich habe gerade gesagt, ja, die sind hier ein bisschen angepisst. Stimmt, da würde ich sagen, die da noch stehen, die sind noch viel mehr angepisst. Oh, die stehen alle noch draußen irgendwie. Wenn die wüssten, dass die Server schon ab sind, irgendwie, dann würden sie die Scheibe einrennen. Kannst ja mal rausgehen und schreien, die Server sind seit 10 Uhr on. Gut luck euch! Nein! Nein, es war ein Scherz. Sonst habe ich heute Abend noch ein blaues Auge. Ja. Hm? Ja, du hast ja deine Collector's Edition, da kann dir ja keiner was. Das ist ja quasi wie ein Paladin-Schild irgendwie. Ja. Gut, Tjadis, ich danke dir vielmals. Wie meine Bubble. Für diesen derben Einblick irgendwie. Wir werden jetzt mal hier Nexus machen und schon mal ein bisschen raiden, während du da noch irgendwie rumgibst. Ich danke dir vielmals für diesen wirklich nicht... interessanten Einblick, den du uns gewährt hast. Grüß mir die Hannoveraner. Ich wohne ja. Was denn? Jo. Achso, das war nicht. Nein, das war nicht an dich. Oh, geile Mütze hier links hinter dir. Guck mal, er mit seiner geilen Mütze. Grüß schön mal hier. Hinter dir ist so einer mit einer Mütze, hat gerade in die Kamera gewinkt. Ja, ist egal. Blau? Blaue Mütze? Ist egal. Blaue Mütze? Xerlis, wir sehen uns irgendwie auf Radio WoW-Szene irgendwie. Vielen Dank. Jojo, wir sehen uns. Hau rein, Steve. Und schönen Abend noch.